Du bestiehlst deinen Pike, Unterboss. Erster Tag? Ganz ruhig. Ich bin Danka. Ich vermittle alle Aufträge auf diesem Mond. Bei uns gibt's keine Syndikate. Hey, das sind ganz normale Geschäfte. Mirugana ist was Besonderes, Kleine. Das Imperium lässt diese Kantina in Ruhe. Aber da draußen, da herrscht Krieg. Willst du überleben? Kenne die Drahtzieher. Siehst du? Die Pikes haben Einfluss. Dank Gorak. Tödlich. Politisch. Sie zahlen, um sich beim Imperium einzuschleimen. Dann Crimson Dawn. Die sind auf Goraks Reich scharf. Gerissen, gewieft. Nicht wie die Hutten. Bei denen weiß man immer, woran man ist. Hier draußen entscheidet ein Ruf über Leben und Tod. Apropos, ein Freund von mir hätte gern eine Kleinigkeit aus Goraks privater Basis. Ein paar Sachen, die er geheim halten will. Und wer bezahlt mich, um das Syndikat an der Spitze zu beklauen? Tut mir leid. Ja oder nein, mehr ist nicht drin. Sag ihnen, Kay Vess ist dabei. Süß. Verzweifelt, aber süß. Willkommen in der Unterwelt. Kays Ruf zeigt, wie sehr ein Syndikat ihr vertraut. Ein guter Ruf öffnet Türen zur Belohnung, Gelegenheiten, während ein schlechter Ruf sie schließt. Aha. Einem Syndikat zu gefallen, kann ein anderes verärgern. Es ist normal, dass Kays Ruf schwankt, wenn sie für wechselnde Partner arbeitet. Wenn sie Aufträge für ein Syndikat durchführt, kann Kay ihre Beziehung zu diesem Syndikat verbessern. Loyalitäten ändern sich. Verrat ist unvermeidlich und eine findige Gesetzlose muss wissen, wie man die Unterwelt zu seinem Vorteil benutzt. Dürftig. Job. Mitglieder des Syndikats schießen, wenn sie Kay sehen. Sie ist in den Herrschaftsgebieten des Syndikats nicht willkommen. Wenn sie dort gesehen wird, schmeißt man sie raus. Ein bisschen Arbeit, Gelegenheiten. Okay, vertrauen Kay ein paar Aufgaben an. Das sind jetzt die... Man muss sich beweisen. Okay, gut zu wissen. Ausrüstung. Was haben wir denn bekommen? Wir haben im Inventar jetzt... ein paar Materialien, da fehlt noch ein bisschen was Wertgegenstände. Können wir das verkaufen, den Ring? 500, ein protziger Ring, der Gorak gehörte, bevor er nichts ihn geklaut hat. Ah, schön. Müssen wir noch zum Händler gehen. Journal ist klar, Datenbank, oh Gott, hier ist so viel. Fahrzeuge. Ah. So, wie ist das jetzt mit den... Ach, hör auf! Okay. Okay, das weiß zu gefallen. So, ich wollte aber eigentlich in die... Wir haben jetzt eine Quest. Was ist das hier? Sind das die Ebenen? Beziehungsweise wir haben bisher nur die Hauptquest, ne? Infiltriere Goraks Basis. Ja, wie komme ich da hin? Auf Karte anzeigen. Wo bin ich gerade? Da. Okay. Was ist das da? Kavis, Goraks Basis ist im Pike-Bezirk. Finde den Hintereingang. Hacke die Konsole in seinem Turm. Besorg dir die Datei SK01. Ach die. Viel Glück. Wer? Moment, haben Sie mich angeheuert? Hallo? Okay. Und der Betrüger... Hallo, Wacker? Danke für die Hilfe. Ich wäre deinetwegen fast draufgegangen. Gorak erinnert sich wohl noch an mich. Sag mir nur, wo der Hintereingang zu seiner Festung ist. Im Pike-Bezirk. Dort warten zahllose Gelegenheiten. Aber wenn die Pikes dich nicht mögen, lassen sie dich nicht da rein. Ja, klingt einleuchtend. Ich lass mich einfach nicht sehen.
Okay. Wieder Granaten oder so. Und den Rest, wie viel Zeit erkauft mir das? Ja. Ring da sieht wertvoll aus. Mein Ring? Können die beide ablenken? Nein, nee. Wertlos. Nur einen. Nur schade. Gib ihn her. Meine Frau bringt mich um. Na, dann schauen wir mal. Das muss ein Secret. 135 Credits, sehr gut. Hier geht's aber leider nicht so weiter. Oh, ja, ja. Probier's mal. Ich glaube, du hast dich verlaufen. Unglaublich. Ich brauche eine Ablenkung, Nix. Hey, du hattest recht. Die lassen mich nicht rein. Es gibt eine andere Möglichkeit. Einen Luftschacht um die Ecke. Aber Kay, wenn sie dich sehen... Ich weiß. Das wäre nicht gut. Gesagt, dass du angekommen bist. Du kommst von der Terrasse im zweiten Stock aus rein. Von dort erreichst du dein Ziel. Na dann. Wie lange beobachtest du mich schon? Verstehe. Ach du Scheiße. Ist hier jemand? Neue Schatzposition. Hast du was, Kleiner? Oh, jetzt kommen wir noch zu zweit. Da uns jetzt einer oder was? Scheiße. Ei. Willst du das haben, Nix? Sehr gut. Gepanzertes Unterhemd.
Ach so, was wir freischalten können. Ich weiß nicht. Ist jemand in der Nähe? Ich hoffe, ich sehe mich nicht. Das wäre so unangenehm. Ist hier jemand? Überraschung. Na toll. Und noch eine Kamera. Die ist aber stationär, wie es scheint. Shit. Hey, Kumpel, drück mal den Knopf. Oh, die kommen jetzt hier lang gelaufen, ne? Ah, wir sind im Kreis gelaufen, verdammt. Aber was bringt uns denn das hier? Gar nichts. Okay, die scheinen nicht bis hier durchzulaufen. Oh, sie haben doch was gesehen, verdammt. Ich weiß gar nicht, ob wir hier oben gesehen werden können. Nein! Hoch, du solltest dich ducken. Ist hier jemand? Verstanden. Ah, das sieht nach dem Eingang aus. Nix, das wird schon. Ja. Ich glaube, wir sind gut im Rennen hier. Siehst du was? So, wie kommen wir jetzt da hoch? Keine Ahnung. Ist da irgendjemand hier unten? Ja, wir haben bloß... Kann er? Hey Nix, der Knopf da drüben. Gut, ein Turbolift ist unten. Kann ich dich nicht? Nee. Ich dachte, ich könnte jetzt nochmal den Knopf drücken lassen, aber nur gut.
Ah, vielleicht. Nix. Drück auf das Knöpfchen da. Ah, alles klar. Das sollte klappen. Und das war jetzt gerade gut Glück. Der läuft auch. Ist er ja, guck mal. Ist ja cool. Ah. Müssen wir irgendwas zum Händler die Sachen abgeben. Ist eine Schalttafel. Okay, was sollen wir hier tun, Nix? Nix, halt das mal für mich, ja? Hm. Ach so. Kannst du das für mich offen halten? Braver Junge, nicht. Gehen wir. Ah, sofort wieder angegangen. Hey, schleich mal rüber und hol das. Guter Junge. Das war mir nicht geheuer gerade. Da haben wir scheinbar keinen. Alles gut bei dir, Kumpel? Nur noch ein paar Aufträge wie dieser, bevor wir den großen Wurf landen, okay? Mhm. So, wir müssen darüber. Oh, so nicht. Ah. Aber Moment. Nix, schnapp dir das. Weiter so, Nix. Oh, der ist so süß. Auf alle Fälle bekommen wir sehr viel Loot. Die Pikes müssen große Pläne haben. Und bestimmt eine Abmachung mit dem Imperium. Da ist der Turm. Aber diese Energiebarriere könnte ein Problem sein. Gut, Nix. Ab jetzt können wir Blaster benutzen. Wenn's sein muss. Okay, was können wir jetzt hiermit machen? Können wir Blaster benutzen? Was siehst du? Nein. Sowas von ausschalten können gerade eben. Was ist das? Mach das Terminal kaputt, Nix. Na schön.
Siehst du was? Es war sehr ruhig in letzter Zeit. Es spannend. Nee, wirklich. Leg los, Nix. Was meint ihr, was das ist? Verzieh dich! Unglaublich. Die Sache ist erledigt. Könnte einen neuen Blaster gebrauchen. Will der Gouverneur... Hol sie dir, Kumpel. Gut. Bis jetzt sieht's gut aus. Zerfetzt es nix. Okay, und dann gibt es wohl noch eins von diesen Dingern. Ja, wahrscheinlich auf der anderen Seite. Oder? Warte mal, da geht das Ding hin. Der Kopf war da drüben, oder? Ah ne, da drüben geht's. Da hinten ist es. Huch, was war das? Da oben was haben, beziehungsweise da hinten. Willst du das haben, Nix? Guter Junge. Ist das hier? Ja, da unten ist eine Kamera. Da ist er. Verdammt. Hier konnte man was sabotieren. Das sollten wir auch tun. Ich weiß nicht, was das macht, aber wahrscheinlich ist es... Ah, okay. Genau. Wahrscheinlich ist es der Alarm, das wollte ich nämlich sagen. Was ist hier drin? Nix. Die Tür. Was mache ich hier eigentlich? Was siehst du? Weißt du, wir haben die Werkstatt, die Wälderei. Hast du was, Kleiner? Es sieht gut aus. Da haben wir eine Kamera. Nee, Topf zum Ablenken. Dahinter ist der Kamera. Ist jemand in der Nähe? Showtime, Kumpel. Was siehst du? In Ordnung. Hey, mach mal auf, Kumpel.
Geschafft! Wen kümmert schon, dass wir gesehen wurden? Genau. So, was können wir jetzt hier machen? Wo ist die verbunden? Was ist das hier? Achso. Zumindest bekomme ich meine Prozente. Siehst du was? Mit der falschen Formel beim Gerben verderben wir sie nur. Das würde die ganze harte Arbeit zunichte machen. Du hast recht. Ich hoffe, wir können hier... Ich bin nicht auf der richtigen Seite, ne? Shit. Was übersehe ich? Ups. Hast du was, Kleiner? Sabotiert. Sehr gut. Was haben wir hier? Wo geht's hier lang? Nach oben. Nee, andere Seite raus. Sie kommen in unsere Richtung! Das war ungünstig. Aufpassen! Hier sitzt du fest! Soll das ein Witz sein? Jetzt weiter die Augen offen. Weiter, weiter! Okay, jetzt muss er still sein. Kommt hier lang. Sie ist erwischt. Alles durch das Gelände. Wird gemacht. Ich sehe sie nicht. Los, such den Bereich ab. Sie ist erwischt. Ich glaube, hier sind wir sicher. Okay. Das ist gut. Am besten alle verschwinden. Ich glaube, bei Alarm kommen sehr viele. Was? Ach so. Komm schon, gehen wir.
Wir sind jetzt bloß alarmiert wegen der ganzen Person. Die Frage ist bloß, wo komme ich? Ist jemand in der Nähe? Ist gut. Die sehen uns nichts. Komm schon. Okay, das war nicht so gut. Ein bisschen hoch und raus. Wir haben es geschafft. Sie muss hier irgendwo sein. Habt ihr sie gesehen? Nein. Was siehst du? Vivian, sie ist hier. Ich weiß es. Hier sind sie! Gib mir meine Pause! Mit Schleichen. Geht rein! Alles klar! Versperrt die Ausgänge! Sichert den Bereich! Los! Nord entlang! Oh. Macht dich bereit! Shit! Oh, 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 oh. Ja. Riegelt alles ab! Nicht zurückweichen! Niemand kommt hier hoch! Ich sehe sie nicht! Los! Such den Bereich ab! Irgendeine Spur? Sie kann auch nicht weit sein! Okay. Sie muss doch hier sein! Tja! Am besten die Wüste, draußen. Wir haben sie abgeschüttelt, Nix. Ich wette, sie versteckt sich in der Nähe. Merkwürdig. Das Problem ist, wir müssen dann noch vorbei. Alter! Feuer! 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 Feuer!
Kann ich nicht irgendwo den scheiß Alarm abschalten? Aua. Bewegung nix. Die haben es auf uns abgesehen. Nee, jetzt nicht. Hui. Oh, das sollte es gewesen sein. Also schön. Dateien. Wo ist diese Konsole? Es war wohl nichts interessant. Okay. Explosion wollen wir jetzt nicht. $500 Credits. Wow. Weiter geht's. Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Ach, oh, die Datei ist bloß ein Spotchka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Die ist verschlüsselt. Was hat uns gerade gerettet, hat das gesagt. Dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Schall. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Mhm. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Ich hab keine Ahnung. Geht nur da runter? Schade. Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Ach, Mist. Gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Hoch oder runter? Hoch. Keine Angst, Nix. Der nächste Auftrag wird besser. Immer der nächste wird besser. Du solltest dich ducken, um da reinzugehen.
Da liegt eine Waffe. Es gibt noch mehr von denen? Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Nix, da drüben. Sehr gut. Den Blaster, ganz leise. Die werden schon sehen. Hat keiner mitbekommen. Nichts. Wow. Vorsichtig, nix. Ich schaff das. Wer kommt da? Was ganz Großes, Wichtiges? Aber mit dem Schiff ja, ne? Nee. Na, das stinkt doch nach Arena jetzt hier. Oder auch nicht? Ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Wacker, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Wenn Sie eine Schiffsmechanikerin brauchen, eine bessere gibt's nicht. Schiff nicht verfügbar, okay. Ah. Ist das für uns? Wir haben noch Zeit für ein Spiel, oder? Na klar, immer. Ach, das.
Das sollten wir feiern, oder nix? Yes, erster Platz. Komm schon, Pause ist vorbei. So, zeig mal her, haben wir denn hier irgendwie... Hier haben wir einen Schiffsmechaniker, hier einen Gleitermechaniker. Landezone. Ich suche nach einem Händler, Plünderer, dürftig. Verkauft Materialien zur Verbesserung des Gleiters und der Bahnbrecher. Pike Speisesaal. Können wir dann, können wir nicht Marker setzen, ist er? So, hier ist unsere Quest. Hier haben wir einen Schneider, aber auch Syndikat. Waffenschmied, Händlerin. So, wir müssten theoretisch jetzt hier hoch. Ich vertraue nie wieder einem dieser Mikrokaner-Mechaniker. Sie sehen die Ulonetz-Nachrichten. Eine Gruppe aufständischer Rebellen, die anscheinend... Schneller! Sie brauchen Verstärkung! Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Keine Ahnung, was sie haben. Wo sind wir? Wir müssen in die entgegengesetzte Richtung. Also da lang. Wo auch immer die hingehen. Ich habe keinen Plan. Ach, wir dürfen da nicht durch, ne? Was für eine, du gehörst hier nicht her. Ah, schon. Okay. Dann können wir da nicht zum Händler. Was haben wir denn hier? Einen Schmuggler. Okay, hier runter und dreh rechts rum. Halt, ist das richtig? Ja. So, da lang. Oder ist das der obere Bereich? Ah, das ist der obere Bereich, da komme ich noch nicht hin. Wahrscheinlich erst, wenn wir die Quest erledigt haben. Anscheinend hat irgendeine Gestalt gestern Abend alle Partien an den Sabak-Tischen gewonnen. Was ist das hier? Ich bin sicher, dass wir die nicht wiedersehen. Kessel-Sabak ist eine der ganzen Galaxie beliebte Sabak-Variante, in der die Spieler ihr Ship-Depot trotz der imperialen Steuer gefüllt halten müssen. Okay, Wertgegenstand, Belohnung. Schummeln. Ich zeig euch mal, wie man das macht. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Regeln, gib mal. So, Ziel. Bei Kessel Sabak investierst du Chips, um deine Hand zu verbessern und ein paar zu holen, eine Sabak-Hand. Um eine Runde zu gewinnen, musst du am Ende von 3 Zügen die beste Hand haben. Okay. Das Spiel in den Credit-Pot gewinnt die Person, die als letztes noch Chips im Depot hat. Okay. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hände bestehen aus zwei Karten, gerne aus jeder Familie, Sand und Blut mit Werten von 1 bis 6. Aha. Kartenwert lässt sich am Kopf und am Symbol der Mitte ablesen. Es gibt 3 Karten mit jedem Wert pro Familie. So, und deine Hand ist umso besser, je kleiner die Differenz zwischen deinen beiden Kartenwerten ist. Deine Sabak-Hand hat eine Differenz von 0, ist also ein Pärchen. Bei Aufdecken nimmt der Sylob den Wert der anderen Handkarte an, sodass du ein Pärchen in der Sabak-Hand erhältst. Es gibt einen Sylob pro Familie. Wir werden schon verlieren. Bei Kessel... Achso, okay. Zug. Ich... Na dann. Nee, warte mal. Dann schauen wir mal. Gib mir was Gutes. Karte abwerfen. Hä? Ich will ziehen. Na, geht doch. Nino Lia. Also gut, ich ziehe. Thank you.
Neue Karte. Du hast jetzt eine Sabakhand. Zwei Karten unterschiedlicher Familie mit dem gleichen Wert. Die Sabakhand, die näher an der Null ist, schlägt eine Sabakhand mit höheren Zahlen. Oh, okay. Ich ziehe. Ha! Ich ziehe. Ja, halte. Ich passe. Chi Anja Pa. Also gut, ich ziehe. Das ist ein Sabak. Kein Sabak. Sabak. Besserer Sabak. Der Rundensieger nimmt die eigenen investierten Chips zurück ins Depot. Wer keine Sabakhand hat, muss die Differenz der Kartenwerte an Steuern zahlen. Wer mit einer Sabakhand verliert, zahlt einen Chip Steuern. Ha, war ja einfach. Ja. Ich will nicht weiterspielen. Reicht. Nee, danke. Danke. Okay. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier unten. Wir haben hier einen Wettschalter, da wollen wir nicht hin. Schnellreiseziel können wir hier freischalten, könnten hier rechts rumlaufen. Hey, du. Ja, was ist denn? Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Ich gebe ihn dir. Ach, hier. Ich weiß, wie es ist, wenn einen das Glück verlässt. Danke. Komm später wieder. Du wirst es nicht bereuen. Ich hoffe es. So, und hier müsste jetzt... Genau, hier geht's jetzt. Ach, komm mal dich durch. Ah, wir müssen erst die Quest erledigen. Schon gehört? Jemand ist in die Pike-Festung eingedrungen. Nein! Goraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test deines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist der Lehrer. Von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich, hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Serek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Serek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Ich behalte die Information für Gorak. Ja, klar. Kein Problem. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Statten wir Gorak einen Besuch ab, Nix.
Okay. Hab ich jetzt durch, ja, ne? Hey, wo willst du denn hin? Ich will nur mit Gorak reden. Hm, viel Spaß. Ach, jetzt auf einmal geht's. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht rauswerfen sollte. Weil ich Informationen für dich habe. Jemand will dich verraten. Ein Typ namens Tislak Shah. Ich habe ein Holo von einem Gespräch von ihm mit Gouverneur Torden entschlüsselt. Und wo hast du das her, wenn ich fragen darf? Das lag so rum. Mutig. Ich wusste, dass er irgendwas plant. Aber meine Leute konnten die Nachrichten nicht entschlüsseln. Offenbar bist du doch nicht vollkommen nutzlos. Super. Danke. Und jetzt raus. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Und damit komme ich jetzt, glaube ich, ins Gebiet rein. Pike-Ruf ist da oben gegangen. Wacker, ich habe die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Die Bahnbrecher braucht Zeit. Zuwendung. Ach, keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. War schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt frei ist. Was ist das? Achso. Ich hab gewonnen! Sch, was machst du denn? Willst du ausgeraubt werden? Ah, okay. Fertig. Hey! Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrick und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass ihn nicht warten. Okay, Sabotage. Jetzt geht's ja ab hier. So, jetzt gucke ich mal, ob ich durch die Gebiete komme. Verricks Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Ja. Okay, jetzt ist frei. Dann schauen wir mal. Wir haben hier einen Klamottenhändler und eine Händlerin allgemein. Hallo. So, zeig mal her. Was haben wir denn? Erhöht die Menge des alten Adrenalins nach einem Treffer mit Kais Blaster enorm. Heimliche Niederschläge regenerieren deine Gesundheit. Okay, du kannst mehr Bacta-Fiolen tragen. Das ist eigentlich auch gut. Nachforschungssachen. Eisentuch. Gepanzertes Unterhemd. Okay, was können wir denn verkaufen? Ach, guck mal, wir können unser... Alle Wertsachen verkaufen sind, kann bedenkenlos. Das ist nicht bedenkenlos da. Es fehlt ein Knopf, dass man alles bedenkenlos verkaufen kann. Okay. Charles,
Das ist der Klamottenhändler. Und dann haben wir hier noch einen, wenn wir hier drum rumlaufen. Wo ist der Händler? Ich guck gerade direkt drauf. Hä? Rechts neben dir. Wahrscheinlich oben drüber hier. Ja. Hi. So, was hat der? Der hat Materialien. Hier könnten wir Tücher kaufen. Dann könnten wir das gepanzerte Unterhemd machen. 4 Stück haben sie. Dann kaufen wir jetzt hier 3. Und da sind wir voll. Okay. Wie es aussieht, sind Ihre Dokumente abgelaufen. Was? Unmöglich. Ich habe sie erst verlängern lassen. Das ist nicht mein Problem. Aber für ein paar Kredits könnte ich das übersehen. Ich bitte Sie, ich habe nicht genug. Hey, habt ihr nicht eine Galaxis zu beschützen oder sowas? Bist du dir sicher, dass du dich hier einmischen willst, Kleine? Was ist Kontakte? Pike Syndicate? Credits Game. Den Pikes gefällt es sicher nicht, dass du auf ihrem Gebiet Händler ausnimmst. Willst du mich etwa verpetzen? Ich habe tatsächlich Goraks Kontakt. Soll ich es dir zeigen? PT-969, richtig? Ach, weißt du was? Vergiss es. Das ist Zeitverschwendung. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Jeder hier hat furchtbare Angst vor dem Imperium. Aha. Wie wär's mit einem Rabatt oder so? Aber ja, ja, natürlich. Danke nochmal. Warum erst danach und nicht vorher? Okay, wir können doch jetzt bestimmt Sachen herstellen, oder? Oder wie geht das? Nee, wir müssen zu dem Rüstungshändler gehen, oder? Und jetzt kann ich... Nee. Wie mache ich denn gepanzertes Unterhemd? Ah, nee, Quatsch. Das ist ja hier eine... Fähigkeit. Hier. Ich brauche ein Eisentuch. Wie kann ich Ihnen helfen? So, damit ist es jetzt freigeschaltet. Freischalten. Erhöht Case maximale Gesundheit. Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt? Ah, Mist, sehe ich leider nicht. Ich kenne da jemanden. Credit 2 Händler rausgegeben. Gut. Dann lasst uns mal jetzt hier drüben hinlaufen, in das Areal. Da dürfen wir jetzt hier rein. Weil hier beim Waffenhändler nicht, aber hier gibt's einen Plünderer. Gab es hier nicht einen Waffenhändler vorhin? Da komme ich nicht durch, oder? Guck mal. Muss ich da lang? Eigentlich geradezu. Ah, okay.
Wer? Ah, hier, der da. Hallo, sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Ich hätte gern Partikelbeschleuniger zur Verbesserung des Blasters. Kann bei Waffenschmieden gekauft werden. Vielseitiger Prozessor zur Verbesserung des Blasters. Okay, brauche ich so viele Kühlkomponente? Was macht das? Ich kaufe mal eins. So, kann ich jetzt den Blaster verbessern? Ausrüstung, Werkzeuge. Nee. Das ist bloß das Fernglas. Material. Nee, auch nicht. Muss man ein bisschen verstehen hier erstmal. Wo sind wir denn jetzt? Hier, glaube ich, ne? Ich glaube, das geht nur da unten beim Waffenschmied. Willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. So, jetzt sind wir... Was ist das da? Ich glaube, die kochen, ne? Da ist auch ein Händler. Ach nee, guck mal hier. Waffe spielt das rechts von uns irgendwo. Das ist doch der. Aber wie kann ich denn den Blaster verbessern? Ich habe keine Ahnung.